So. Ich zeige euch jetzt nicht ein direktes Nageldesign von Silvester, sondern ich zeige euch so, welche Farben man vielleicht zusammen machen könnte, was so Silvestermäßig ist. Sowas zeige ich euch. Gut, ich kann euch auch so ein bisschen ein paar Pinsel, was mir so im Kopf spielt, aber ich wollte da jetzt nicht drüber ein extra Video machen. Ja. Dann fangen wir jetzt mal an. Also die für etwas knalligen Leute habe ich in mir gedacht. Ein schönes Neonpink. Vielleicht zu Silvester. Ich sag euch jetzt nicht den Namen, sondern ich schreibe den euch in die Infobox. Oder ich zeige das einmal so, aber ich schreibe euch das auf jeden Fall nach der Reihenfolge nochmal in die Infobox. Einmal so ein Neonpink. Dann stelle ich mal da so ran. Und dann einmal so ein schönes Rot, also das sieht jetzt hier sehr rot-orange-mäßig aus, aber ist wirklich ein schönes Rotton. Also rot-orange, keine Ahnung, sehr zusammengemischt, aber auch wunderschön. Ja, das ist mehr so für die knallige Variante. Ja. Dann einmal für die, die sehr gerne blau mögen, ein bisschen helleres Blau. Habe ich mir einmal überlegt, einmal ein blaues, also so hellblau mit ein bisschen Glitzerpartikel. Ja, das könnt ihr sogar da so ein bisschen sehen. Ja, habe ich mir überlegt, der wäre auch ganz hübsch. Und dann einmal ein ganz helles Blau, einmal. Manche mögen das ja so. Das wären dann einmal die beiden. So, und dann einmal für die gerne so ein bisschen Glitzer mögen, habe ich mir gedacht. Einmal so diesen Glitter hier, den ich auch mal im Video drauf hatte, mit diesem rotstichigen Gold, also mit ein bisschen roten Glitzer drin, mit ein bisschen Gold, also viel Gold, ein bisschen Rot. Dann einmal eben halt, den könnt ihr jetzt auch noch kaufen, das weiß ich, weil das ja die alte Flasche ist. Heißt dann nur anders, ist dann so ein pinker, durchsichtiger Lack mit einem ordentlich Glitter drin, dass ihr auch seht. Ja. Das wäre jetzt einmal die Variante. Die mit Glitter, wo man das so ein bisschen machen kann. So, dann habe ich so Gold- und Silber-Variante. Einmal so ein Silber genommen. Was sehr, sehr hübsch aussieht. Und einmal eben halt einen goldenen, hübschen Nagellack, was der auch sehr schön glänzt. Das wären einmal die beiden. So. Und dann eben halt einmal so eine Variante, so ein Schimmerlack. Den haben vielleicht einige in der Sammlung, ich weiß es ja nicht, aber ich habe ihn mir jetzt mal geholt. Das ist dieser schwarze Lack, der aber grün schimmert und lila. Vielleicht seht ihr das jetzt in der Kamera, da ist der so ein bisschen grünlich. Und wenn man ins andere Licht hält, schimmert der sogar noch lila. Also der ist auch was super schön für Silvester, muss ich sagen. Finde ich auch sehr schön. So, und dann gehen wir jetzt mal in die dunkle Variante mit Blau. Da habe ich einmal so einen normalen blauen Lack genommen. Einmal so ein richtig schön dunkles Blau. Aber auch so ein bisschen Glitzer, also. Oder so Schimmerpartikel. Also irgendwie, also auf jeden Fall, der ist wunderschön. Und dann gibt es ja einmal diese Color Hoch 3 Nagellacke. Davon habe ich mir einmal diesen blauen hier geholt. Einmal eben halt mit dieser dunklen Seite. Das müsst, ja, das sind die. Ah, guck mal, das ist genau der gleiche Nagellack. Genau der gleiche wunderschöne Nagellack. Und dann eben halt diese Glitzerseite auftragen, damit das so ein bisschen Silvester ist. Dieses Glitzer ist hier auch sehr Silvester. Also, das ist auch sehr schön. Den könnt ihr euch auch noch holen. Hier gibt es ja noch die Color Hoch 3 Nagellacke. Ja, das wäre jetzt einmal die Idee. Und dann einmal ein wunderschönes Rot, was ich euch auch schon in dem Haul eben halt gezeigt habe vorher. Das ist einmal dieses wunderschöne Metallic-Rot, was ich auch heute einmal auf dem Nagel habe. Das ist wunderschön, das kann ich wirklich nur empfehlen, wie ich auch im anderen Video gesagt habe. Und dann nochmal ein wunderschönes glitzerndes Schwarz. Einfach nur wunderschön, passt auch gut zu Silvester. Oder jetzt kommt's, meine Crocking Nagellacke, meine heißgeliebten Crocking Nails. Ich liebe diese Nagellacke. Einmal habe ich mir ein Silber überlegt auszusuchen. Ich fand ein Schwarz wollte ich jetzt nehmen. Ich wollte mehr auf Glitzer so ein bisschen gehen. Deshalb habe ich Silber einmal ausgesucht.
so. Und eben halt einen von P2. Die P2 Crocking kann ich euch nur empfehlen. Ich würde auch diesen Gold holen. Und vielleicht hole ich mir noch den Pinken. Ich weiß es noch nicht. Das wäre dann so ein Pink hier. Ja, ich zeige euch das jetzt mal. Ich trage das jetzt mal auf diesen roten Lack auf. Ob das vielleicht ganz schön aussehen würde. So. Nimmt man das und dann... Aber darüber gibt es noch ein genaueres Video, wenn ich das einmal machen sollte jetzt. Aber ich habe das in der letzten Zeit nicht mehr so oft gemacht. Was ich eigentlich ganz traurig finde. So, und dann geht das kaputt. Wie ihr jetzt schon seht, dann platzt der Nagellack eigentlich auf. Und ja. Und dann hat man da so ein schönes Muster, das aufgegangen ist. Und es sieht, also ich muss sagen, das sieht mit dem Rot richtig, richtig, richtig toll aus. Mit dem Metallic und dann dieses Goldtuch. Was mit dem Silber, denke ich mal, auch richtig schön aussehen würde. Und dann könnte man vielleicht noch mit diesem Nail Art Designer Set, also mit diesem Pinsel hier, könnte man dann vielleicht sogar noch so ein bisschen so Streifen ziehen, dass das aussieht so wie eine Rakete. Mit bunten Farben könnte man das eher machen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Jahr oder so wieder. Oder ich drehe davor nochmal ein Video, ich weiß es noch nicht. Okay, gut. Dann sag ich mal... Nee, ich drehe an Silvester doch noch ein Video so. Und dann, ja, sehen wir uns nochmal. Tschüss!